Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich habe heute meine Spezialmaske auf. Die muss man auch im Auto tragen, aber es achtet keiner drauf. Interessiert ja keinen. Was sollte ich sagen? Es ist Samstag im Mahmud-Lais-Bazar und in der Göslem-Dünya. Sie jeden Samstag allerdings, also hier in meinem Restaurant, wo ich immer hingehe, soll es. Jeden Samstag, manche werden jetzt wahrscheinlich brechen, kotzen, werden sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen, wenn sie fertig sind mit Essen. Es gibt leckere Rinderleber. Oh, da stehe ich ja voll drauf, Leute, auf diesen perversen Geschmack. Und dazu gibt es Kartoffelbrei und ich kenne es aus Deutschland mit Rotkohl. Ich lasse mich einfach mal überraschen, hier wird es wahrscheinlich Gemüse oder sowas dazu geben. Ich stehe direkt vor dem Laden jetzt hier, bin noch im Auto. Leute, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, mir geht sowas von geil. Ich habe die Nacht, ne, ich war gestern Abend bis um 3 Uhr los beim Micha und bei der Sonja. Liebe Grüße nochmal an euch. Ja, habe da den Devlam kennengelernt. Ein super toller Mensch, wirklich ganz, ganz toller Charakter. Hab mich mit denen bis nachts knapp um 2 Uhr auf dem Balkon unterhalten. Leute, kann man noch nachts draußen sitzen, ohne dass man sich den Anus abfriert. Ja. Und haben tolle Kontakte geknüpft, toll, toll miteinander gesprochen und ja, das ist echt Wahnsinn, wie einfach das hier eigentlich geht, ja? So dass sich wildfremde Menschen auf irgendwelche Balkone sind. Ja, jetzt klingt ein bisschen blöd, aber für mich sind sie eigentlich wildfremde Menschen. Also jetzt außer Micha und Sonja. Und man setzt sich dahin und knüpft Kontakte und man ist sofort auf einer Wellenlänge und man quatscht, ne? Man quatscht über Gott und die Welt und ich finde das einfach faszinierend, wie leicht das hier geht. Ich muss leider sagen, bei mir ist das sowieso relativ simpel, aber in gewissen Ländern der Welt relativ schwierig, Kontakte zu knüpfen oder mit den Leuten zusammenzusitzen und ein bisschen zu quatschen. So, ne? Ja, bevor ich euch jetzt hier zuquatsche, werde ich mal schauen, wie die Leber ist, weil das ist, wie gesagt, meine Welt und ja. Radio Tamam! Tamam, tamam. So, Leute. Ich werde jetzt mal losstiefeln. Ja, Leute, wir sitzen in großer Runde hier. Ich weiß nicht, wollt ihr mit drauf? Oder? Ja, klar. Ja? Ich schwenk einfach mal rum. Hallo. Beim alltäglichen Samstagstreff. Ja, genau. In unserer beliebten Schnitzelbude, sagen wir immer. Genau. In der Göslemmerdinasi und wir haben hier Leckere. Interessiert ja viele, was wir hier haben. Also das ist das, ne? Die Leber mit dem Kartoffelbrei. Und Bohnen, ich kenne es eigentlich mit Rotkohl, aber naja. Schnitzel, Schnitzel. Schnitzel ist das Beste hier. Leber, ja. Sehr lecker. Die Leber, genau. Ja, wollen wir mal probieren. Sieht aus wie gebratene Würfel. Können noch ein paar Punkte drauf machen, dann können wir ja kniffeln. Ja, Leute. Die Preise haben natürlich ein bisschen angezogen. Ich sehe gerade, der Schnitzel kostet mittlerweile 25 Tille. Ja, aber ist auch klar, bei dem Preisverfall der Lira ist das normal. Ja, das ist normal. Die ganze Zeit. Aber ein, ja, es ist, also vieles ist gleich geblieben, aber Fleisch ist generell ein bisschen teurer, wenn ihr herkommt. Gewöhnt euch dran, dass ihr hier fürs Fleisch etwas mehr zahlt als in Deutschland. Also von daher. Aber die Qualität, ich muss sagen, die Qualität ist besser vom Fleisch. Ich finde, das ist nicht so diese Massentierhaltung. Wenn du irgendwas brätst oder so, in Deutschland, da kommt mir das Wasser aus dem Fleisch rausgelaufen, das wird zäh wie Hulle. Und hier geht's. Also kommt hierher und genießt das Leben. So, ihr habt das jetzt gesehen. Das Ganze kostet. Wir haben da vorne die Preisliste. Fürs Buffet 3 Portionen 20 Tele. Und. Ja, mein Gott, war jetzt auch eine Cola dabei und ein Wasser. Wird nicht mehr als 30 sein. So, dann kannst du jetzt aktuell umrechnen, glaube ich, 3 Euro. Weil die Lira liegt auch, glaube ich, irgendwo so bei 10. Ja, und dafür ein gescheites Mittagessen. Dafür brauche ich zu Hause nicht kochen, liebe Leute. Da habe ich zusammen 135 bezahlt. Dann habt ihr jetzt erstmal. Das war übrigens sehr lecker. Das habe ich vergessen zu sagen. Ein bisschen salzarm. Aber der Türke kocht, glaube ich, sowieso ein bisschen salzarm. Ne? Aber. Ich sag, viel gesünder salzarm. Nö, dann lieber fettarm. Ich habe nämlich auch fettarm. Der schwabbelt ein bisschen. Ja. Nein, Essen ist gut. Ja. So, einen leckeren Nachtisch gibt es auch. Die haben hier gerade das Aquarium gemacht. Den restlichen Sand haben sie uns hier in die Schalen gekippt. Nein, ich vergesse den Namen immer. Aber das Zeug ist. Das hat so ein bisschen, ich finde so den Geschmack von. Oder auch so die Konsistenz von Marzipan. Es gibt da so ein bisschen grob. Hüftgold. Hüftgold, genau. Weil wir auch alle unterernährt sind hier. Wir sind alle so mager hier, ja. Richtig, ne? Wir leben hier, das ist ihr Leben am Limit, wirklich. Am Limit, ja. Wir sind alle hier kurz vorm Verhungern und ja, deswegen kriegen wir hier noch. Wir werden hier zugefüttert. Den Winter. Das ist schön. Ja. Genau, die kalte Jahreszeit kommt. So,
ja, Maske muss leider sein. Das ist die, die ich von Salvatore und Martina bekommen habe. Ich habe sie nicht verloren, oder? Nein, nein. Die haben alle schon ihren Ehrenplatz, Leute. Und es ist mal gut. Ich werde dir noch mal einen Tipp geben, das nächste Mal den Kartoffelbrei mit Milch und ein bisschen Butter anzurühren. Ein bisschen Muskatnuss rein. Natürlich, so schmeckt er pur, ne? Auch gut. Ja, was mache ich jetzt? Es ist Samstag. 12.12 Uhr oder so, keine Ahnung. Hier brauche ich keine Zeit. Aber ich warte immer noch auf den Anruf, weil ich ja noch... Ich könnte eigentlich zum Friseur gehen. Gucken, wie es da aussieht. Ey, immer das linke Nasenloch landen. Ich hau mir da bald einen Tampon rein oder sowas. Ja, Leute. Ich wollte mir eigentlich noch ein paar neue Möbel kaufen. Weil ich sehe gerade, wie die Preise hier sind. Und... Hätte ich das gewusst, ganz ehrlich. Für die 2000 Euro, die ich für das gebrauchte Zeug bei mir ausgegeben habe, das sind im Moment 20.000 Tele, Leute. Dafür könnt ihr euch eine Wohnung im Luxusstil einrichten. Also komplett. Ne? Jetzt natürlich nicht das Hochwertigste. Natürlich nicht das Hochwertigste. Aber vernünftig. Wenn ich sehe, wie die Preise hier teilweise sind. Wir fahren. Ich hab vier gesunde Reifen. Ja, und Leute, man trifft hier überall Auswanderer. Aber wen treffen wir eigentlich alles hier? Das ist mein Nachbar. Ja, genau. Den habe ich kennengelernt hier auch, über die ganzen Auswanderer. Okay. Ja, so einfach ist das. Ja, Leute, ihr seht, Alanya ist ein Dorf. Kennst du alle. Aber das ist das Schöne. Du kennst ja mehr Leute wie ich. Richtig, die sind gerade mal 2 Wochen hier. Ja, das macht aber auch so ein bisschen der Kanal, ne? Das ist das Schöne. Die Leute erkennen einen, man sitzt zusammen, man trinkt einen Chai. Man hat Spaß, Leute, wirklich. Also es ist wirklich toll. Es ist genauso das Leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Stressfrei. Ganz, wirklich ganz, ganz easy. Ich kann hier leben, wie ich will. Ich kann hier machen, was ich will. Nein, das kann ich in Deutschland nicht. Ich kann zum Beispiel unangeschnallt hier rumfahren mit fett Mucke an. Neben mir steht die Gendarmer, guckt, lacht drüber und fährt weiter. Das meine ich damit. Ja, du musst dich anschnallen beim Unfall, wärst du nicht tot. Kann ich auch in Almania. Allah, Allah, man muss Zündung anmachen, wenn ich Fenster will. Und das hier, ich liebe es hier wirklich. Meine Seele geht hier sowas von auf. Ach. Schnauze voll mit dem scheiß Mundschlüpfer hier. So, Leute. So, meine Lieben. Jetzt bin ich beim Zertat und bei Olympia. Und wir sitzen jetzt hier schön auf dem Balkon. Ihr seht. Oder, steh mal auf. Alles offen. Das Schöne ist, die ganzen Balkone hier sind ja alle verkleidet so. Nicht alle. Das machen nur die reichen Deutschen. Ich finde das aber geil. Wirklich, ich finde das schön. Du kannst nämlich, dass der Garten noch funktionieren. Und ja, es ist 5, wie gesagt. Und wir sitzen hier noch. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Mafia-Torte. Ich meine, gesagt, nein, das ist Kuchen und Kaffee. Und das ist das Leben. Leute, das meine ich. Ja, wir haben hier, was haben wir noch heute? 22 Grad jetzt gerade aktuell? Ja, bestimmt. Ja. Richtig schönes Wetter und einfach nur herrlich. Sowas wie kalte Schnauze. Oder kalter Hund. Ja. Die Pools sind alle mittlerweile. Da ist Frostschutz drin, deswegen ist das so gelb. Nein. So. Sag bloß nicht von Thermomix, gell? Das ist richtig dumm. Ja, schön, das ist jetzt drauf. Ja. Also Leute, mir wird hier gedroht. Ich darf hier... Ich habe hier so ein bisschen Angst. Ihr seht, ich werde hier genötigt, Werbung zu machen. Nein, alles gut. Also, wir haben hier schöne, selbstgemachte türkische Linsensuppe. Mit ein bisschen Frostschutz drauf. Ne, was ist das Rote? Das ist Butter mit Paprika. Ah, mit Biber. Ne, Biber ist Pfeffer, ne? Was ist Paprika? Biber. Doch, Biber? Tamam. Okay. Mein Türkisch wird immer besser. Aber auch ich bin ein bisschen lahm im Kopf, deswegen dauert es ein bisschen länger alles.